willkommen zur dritten Episode von Morseminuten aus Übersee. Gesendet aus dem Hafenmuseum Speicher 11 aus der Überseestadt in Bremen. Ich habe heute wieder ein ganz spannendes Thema für euch. Ein spektakuläres Unternehmen, was mein Freund Raoul plant. Dann gibt es am Ende der Sendung wieder ein neues Preisrätsel und wir verkünden die beiden Preisträger von unserem ersten und zweiten Preisrätsel. Dann haben wir wieder einen neuen Studio-Gast, beziehungsweise muss ich heute sagen Gäste. Wir hatten nach den ersten beiden Episoden so viele Anfragen, wer alles einmal in unserer Sendung als Studio-Gast sein wollte, in unserem Studiobecken, Besucherbecken hier. Also beinahe das gesamte Tropenaquarium aus Hagenbecks Tierpark wollte anwesend sein. Und weil wir so schlecht Nein sagen können, heute in unserem Besucherbecken ein ganzer Fischschwarm. So, aber kommen wir zum Thema des heutigen Tages. Im Vorfeld zu unserer Sendereihe gab es eine großartig angelegte Umfrage, in der ich Bremer und Bremerinnen gefragt habe. Unter anderem habe ich sie nach besonderen Orten in Bremen befragt. Und in dem Zusammenhang fiel der Freihafen. Bremen hatte bis 2007 einen Freihafen. Ich bin ja auch ein großer Fan von Freihäfen. Also für die, die nicht wissen, was ein Freihafen ist. Ein Freihafen ist ein Hafenbecken mit einem Hafengebiet drumherum. Das wird eingezäunt. Wenn jetzt ein Schiff kommt aus dem Ausland, kann es in diesem Freihafen Ladung löschen, auf ein anderes Schiff wird aufgeladen und das Schiff fährt wieder und es sind keine Ein- und Ausfuhrzölle angefallen. Also dieses Gebiet ist zwar im Lande, aber zolltechnisch außer Lande. Ja, also wenn man die Möglichkeit hat, in einen Freihafen reinzukommen, dann kann man da auch günstig zollfrei einkaufen. Da muss man sich nicht erst aufs Schiff setzen und bis Helgoland fahren. Nein, man kann direkt im Freihafen den Schnaps auch günstig einkaufen, wenn man halt reinkommt. Ja, dann kann man so gesehen mit dem Fahrrad zur Butterfahrt sich aufmachen. Bremen hat keinen Freihafen mehr seit 2007. Raoul findet, das ist ein Manko, eine Lücke, die geschlossen werden soll. Darum wird Raoul einen neuen Freihafen gründen und wenn er schon mal dabei ist, gleich einen ganzen Start. Nach dem Vorbild von Sealand. Sealand ist ein Fürstentum auf einer ehemaligen Geschützplattform, 10 Kilometer vor der englischen Küste. Gegründet von Paddy Roy Bates, der diese Plattform 1967 besetzte, um dort einen Piratensender zu gründen, hat er getan und sich gleichzeitig zum Monarchen ausgerufen. Weil diese Plattform eben 10 Kilometer weit von der englischen Küste entfernt ist und das damalige Hoheitsgebiet 3 Seemeilen betrug, befand sich die Geschützplattform und das Fürstentum von Paddy Roy Bates in internationalem Gewässer und die englische Regierung konnte gar nichts dagegen tun. Aber er war nicht der Einzige, der eine solche Idee hatte. Zur gleichen Zeit baute der Ingenieur Giorgio Rosa vor der Küste von Rimini eine noch schönere Plattform mit Restaurant, Bars, Diskothek. Er rief dann 1968 die Unabhängigkeit seiner Insel, seines Staates aus. Diese Geschichte dieser Plattform wurde gerade verfilmt unter dem Titel Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel. Schaut sie euch an. So, aber Raouls Fürstentum soll gar nicht so weit von uns weg sein. Ja? Seine Staatsgründung soll in der Wesermündung stattfinden. Und zwar auf Langlütjen 2. Langlütjen 2, wir haben hier Bremerhaven und dort in der Wesermündung, ganz klein, da ist eine Insel, Langlütjen 2. Das ist eine Festungsinsel, eine künstliche Insel, die 1870-71 gebaut wurde zum Schutz der bremischen Häfen. Ja? Und ja, seitdem gibt es diese Insel. Die Nazis hatten dann eine Zeit lang diese Insel auch als Übergangs-KZ benutzt. Das ist kein schönes Kapitel in der Inselgeschichte. Da gibt es amüsantere. Zum Beispiel 2006 kaufte ein Investor Langlütjen 2, um dort ein Hotel zu bauen. Allerdings hat er nie die nötigen Genehmigungen bekommen.
Diesen Fehler wird Raoul nicht begehen, auf irgendwelche Genehmigungen zu warten. Er wird einfach die Insel besetzen und seinen Staat ausrufen. Um einen Staat zu gründen, braucht man drei Dinge. Ein Staatsgebiet, eine Staatsgewalt und ein Staatsvolk. Also das Staatsgebiet ist klar, Langlinien 2, die Insel, die Staatsgewalt, das übernimmt mein Freund Hinnack. Und das Staatsvolk, das mache ich, weil ja, Raoul ja unser Monarch ist. Er muss noch ein bisschen an seinen königlichen Gemächern arbeiten, denn im Moment sieht es auf Langlinien 2 noch so aus. Aber wenn dann erst einmal bei den Investoren sich herumgesprochen hat, dass es eine neue Steueroase gibt, ja, dann werden nicht nur die Gelder fließen, sondern auch die Immobilien werden in den Himmel sprießen. Aber ganz klar, vorrangiges Ziel ist es, von Raouls Staat und dem Freihafen die umliegende Bevölkerung mit günstigem Tabak und Alkohol zu versorgen. Denn dann kann man die Butterfahrt auch zu Fuß antreten, weil Langlütien 2 ist bei Ebbe durchs Watt zu Fuß zu erreichen. Allerdings habe ich, eben Stichwort Butterfahrt, Raoul davor gewarnt, er soll auf keinen Fall die Butter in seinem Staat noch günstiger anbieten. Das bringt nur die Bauern auf die Barrikaden und die nächste Totendemo geht dann nicht nach Brüssel oder Berlin, sondern nach Langlütien 2. Wir können also gespannt sein, wie es mit Raouls Staatsgründung dann weitergeht. Und ob es dazu kommt, dass wir ihn zum Monarchen krönen können. Was wir auf jeden Fall heute schon mal krönen wollen, das sind die beiden Gewinner aus unseren ersten beiden Preisrätseln. In der letzten Episode, Episode 2, haben wir einen Begriff gemorst und gefragt, um welchen Begriff es sich handelt. Und die richtige Antwort ist Spion. Wir haben einige Einsendungen gehabt. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und daraus eine Gewinnerin gezogen, gewonnen hat mit dem Lösungswort Spion, Maya H. aus H. Herzlichen Glückwunsch, du hast dieses Stück Treibholz gewonnen. Es ist kanadischer Ahorn, hat einen weiten Weg hinter sich. Zufällig hängt dir noch ein Briefumschlag an diesem Stück Treibholz und darin ist, also einmal zwei Eintrittskarten fürs Hafenmuseum Speicher 11 und ein Gutschein für zwei Personen für eine Teilnahme an einer öffentlichen Führung. Herzlichen Glückwunsch! Und wir haben noch etwas für dich, liebe Maya. Und zwar hier diesen Seegangsmesser. Ja, den kann man sich einfach in die Kajüte stellen und je nach Seegang wackelt der Kopf entsprechend. Man kann daran dann immer sehen, ob man Seegang hat. Falls du kein Schiff hast, kannst du es auch auf die Fensterbank stellen, weil es ist gleichzeitig ein Erdbebenmessgerät. Ja, kannst du auch Erdbeben mitmessen. Das ist also für dich. So, unser erstes Preisrätsel in Episode 1, da haben wir nach einem Begriff gefragt, und zwar, was ist ein Nackenschlag? Gewonnen hat Toddy Air aus B mit folgender Einsendung, die möchte ich doch gerade mal vorlesen. Preisfrage, na klar, Nackenschlag. Wenn ich es nicht besser wissen würde, würde ich sagen, das ist falsch geschrieben, es heißt eigentlich Würzfleisch. Aber das ist für einen Knoten ein doofer Name, weil alle sofort Hunger kriegen. Zumindest die, die aus dem Osten kommen. Das wollte man verhindern, also hat man gesagt, wir benennen den Knoten danach, was als nächstes passiert. Der vorschlagende Jan-Peter Orloff erhielt dafür einen Nackenschlag. So einfach ist das. Herzlichen Glückwunsch, Toddy. Auch du bekommst zwei Eintrittskarten und zwei Gutscheine für Führungen im Hafenmuseum und du hast noch einen Speisefisch gewonnen. Jetzt habe ich im Vorfeld der Sendung Kontakt mit Toddy aufgenommen und ihn gefragt, ob er diesen Fisch servierfertig oder fangfrisch möchte. Er hat sich für servierfertig entschieden. Darum bekommst du diese Dose mit Fisch noch dazu. Hätte Toddy sich für fangfrisch entschieden, hätte er von mir diese Angel bekommen und hätte sich während der Sendung einmal hier an unser Besucherbecken setzen können. Sehr witzig.
So, aber jetzt kommen wir zum heutigen Preisrätsel. Das ist folgendes. Die Frage ist, um was handelt es sich bei diesem Gegenstand? Was ist es? Hier nochmal in die Kamera. Es ist aus Metall. Ja. Was könnte das sein? Schickt uns eure Antwort. Wenn ihr es nicht wisst, schickt eure Vermutung. Dann könnt ihr auch an der Verlosung teilnehmen. Ihr könnt wieder Eintrittskarten und Gutscheine für Führung gewinnen. Und wir überlegen uns noch eine Überraschung für euch. Ja. Und damit ihr schon ein bisschen in Stimmung kommt, was euch dann im Museum erwartet, zum Schluss noch einige Impressionen aus dem Museum, aus der Sammlung. Ich sage an der Stelle schon mal Tschüss, Ahoi, schön, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Euer Nagelritz.